Ich stelle mich vor, Pierre Oppiger, 64 Jahre jung. Von Herz bin ich Züchter, Landwirt. Von Beruf habe ich noch ein bisschen Viehhandel getrieben in meinem Leben. Die Aufzucht ist bei uns sehr, sehr wichtig. Wir haben im Jahr 500 Abkalbungen. Die Kälber werden in Iglu gehalten zwischen 3 und 6, 7 Tage. Sobald sie stark genug sind, gehen sie in Gruppenhaltung, auch in Iglu. Unsere Kälber bekommen natürlich möglichst früh, möglichst viel Kolostrum. Und da wird weitergefahren mit Kuhmilch. Das Ziel ist, dass die Kälber möglichst schnell, möglichst viel aufnehmen. Und so habe ich das Gefühl, dass wir auch weniger Risiko haben mit Durchfall, mit Lungenentzündung. So, desto stärker das Kalb, desto einfacher ist zu arbeiten. Vor ein paar Jahren hatte ich sehr wenig Probleme. Und letzten Herbst, im Herbst 2016, kam plötzlich im November wirklich eine Katastrophe. Durchfall, durch das nachher Lungenprobleme. Und da ist mir Diastop empfohlen worden. Ich habe es versucht und habe festgestellt, dass das sehr gut ist. Jetzt brauche ich, habe auch noch etwas geändert. Ich habe noch die Milch angesäuert, habe das parallel gemacht. Heute bekommen die Kälber nach 2 bis 3 Tagen Kuhmilch angesäuert und Diastop präventiv. Gebe ich systematisch bis zu 5, 6, 7 Tage, aber systematisch. Der große Vorteil von Diastop, nach meiner Erfahrung, ist, die Kälber sind vitaler, die Kälber haben mehr Appetit, sie sind gesünder.